Hallo zusammen, ich habe hier ein Wohnmobil, ist nicht das neueste, sondern das wurde jetzt als gebraucht von zwei Damen gekauft. Und ja, die wollen jetzt das ausbauen. Kamen zu uns, haben gefragt, was das alles kostet, was man da machen kann. Sie möchten komplett autonom stehen. Ja, autonom stehen heißt sicher mal eine Solaranlage aufs Dach. Das schauen wir von oben her an. Hier das Dach, hier sind neu draufgekommen 2 mal 130 Watt Solarpanel. Ja, mehr hat da vielleicht keinen Platz mehr. Die wurden draufgeklebt und die Kabel nach unten geführt. Hier unter der Treppe war ursprünglich jetzt 95 AH Bleisäurebatterie. Die haben wir demontiert. Wenn wir jetzt einen Rundblick in diesem Wohnmobil genehmigen, wurde neu gemalt. Hinten seht ihr, da ist ein Wasserschaden und das Ganze hat angeblich auch nicht so toll ausgesehen. Ist jetzt ein neuer Teppich drin. Hier vor dem Radkasten steht eine 150 AH Lithiumbatterie, Lithium-Eisenphosphat. Wir haben hier einen Winkel gebogen, der ist runtergeschraubt auf den Boden. Und dann die Batterie hier mit einem richtigen Spanngurt, nicht so nur eine Kunststoffschnalle befestigt. Und an diesem Winkel sitzt ein 1500 Watt Wechselrichter für die Kaffeemaschine. Hinten ist der EBL-Block, das Ladegerät innen drin ist defekt. Aus diesem Grund haben wir hier ein Ladegerät eingebaut. Im Schrank für den Notfall, dass man von außen, das ist die Außeneinspeisteckdose, die Batterie laden kann. Aber die ganze 220 Volt Geschichte hier im Fahrzeug läuft über den Wechselrichter und den alten Sicherungsautomat. Hier haben wir zwei neue Kästen eingebaut. Eine ist die Fernbedienung für den Wechselrichter. Einschalten kommt und die Batterieanzeige, die hat jetzt 100% und 149 AH, ja, schwache Ladung, wir haben 14,2 Volt. Weiter haben wir hier unten einen MPPT Solarregler verbaut mit der Sicherung, 230 Volt. Braucht hier nur vielleicht mal für die Kaffeemaschine oder vielleicht für einen Mixer oder sonst irgendwas, aber sonst oder ein Ladegerät vom Laptop oder so, aber sonst keine großen 230 Volt Verbraucher. Dann haben wir die Kühlschränke. Hier sollte ein Kühlschrank hinkommen, Kompressorkühlschrank. Das ist ein, man sieht es jetzt hier wahrscheinlich nicht, da steht nur drinnen, ist noch eingepackt. Ein Wemo 85 haben wir jetzt so eingerichtet, ihr habt das gesehen. Ja, was kostet der Schaden jetzt? Wir haben also zwei Panels, 130 Watt, plus die Halterung, plus die Kabel runter auf den Laderegel, auf die Batterie. Die Batterie, wir haben hier eine Batterie ohne Bluetooth, sondern oben mit der Anzeige, mit dem Schönt verbaut, weil der Schönt ist günstiger als das mit dem Bluetooth. Also mit dem Handy kontrollieren geht hier nicht. Ich sehe ja oben, was läuft. Dann Wechselrichter, 1500 Watt, die ganze Elektrik umgebaut. Und hier unter mir sitzt dieser Kühlschrank, der 85er Liter. Ja, das alles hat einen Materialwert, die Panels, die Regler, Wechselrichter, Solar, Kleinmaterial etwa von 3000 Schweizer Franken und dann noch etwa 1500 die Arbeit, rund 4000 Schweizer Franken, was jetzt der Kühlschrank, die Batterie, die Verbindung von der Batterie, dass man auch während dem Fahren laden kann, die Außeneinspeisung mit dem Stecker, Außeneinspeisung war vorhanden, Ladegerät rein und eben die zwei Anzeigen montiert.
Wenn ihr euch für sowas interessiert, wir haben das Material. Das Material ist am Lager, das könnt ihr vorbeifahren holen. Das Ganze ist bei uns im Lagershop, kriegt ihr Ladegeräte, Stecker, Kabel, alles was eigentlich da ist. Kühlschränke haben wir auch am Lager. Und wenn ihr das eingebaut haben möchtet, kommt vorbei, lasst euer Wohnmobil ein paar Tage hier. Am liebsten erst auf den Winter, jetzt im Sommer laufen wir ein bisschen am Anschlag, aber das hat sich mit Kühlschränken und Campern so. Weiter verlinke ich euch hier das Video von diesem Kühlschrank, wo ich hier drauf sitze, dem 85 Liter. Und somit wünsche ich euch einen schönen Tag.